Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur Abholung von meinem neuen Auto, meinem neuen Daily, um genauer zu sein. Und ich sitze jetzt gerade noch in meinem Noch-Auto, das ist der A6 hier. Ein ganz ausführliches Review zu den 87.000 Kilometern, die ich mit diesem Auto in den letzten 3 Jahren abgerappelt habe. Das gibt es bereits schon online auf YouTube, auf meinem Kanal. Also wer sich dafür interessiert, wie das Ganze so ist, so ein Leben 3 Jahre lang mit so einem Auto, der sollte sich das auf jeden Fall sehr gerne mal angucken. Jetzt, wie der Titel es schon sagt, geht es aber um einen Umstieg, ein bisschen weiter nach oben, zumindest jetzt mal, was die Sitzposition angeht. Denn ich habe mich dafür entschieden, das mache ich auch immer davon abhängig, was es aktuell für gute Deals gibt, also für Angebote. Ich habe mich für einen Q5 entschieden, mit diesem neuen Competition-Paket, also wir haben rote Bremssättel und echt eine coole Ausstattung und auch so komplettes Gegenteil von dem, was der A6 ist. Der A6 ist ja im Endeffekt ja gletscherweiß mit schwarzem Optikpaket und jetzt habe ich ein komplett schwarzes Auto. Wollte ich eigentlich nie haben. Aber wie gesagt, Deal ist Deal. Das heißt also, ich mache das echt immer bei Dailies auch davon abhängig, dass ich schon auch wirklich sage, hey, das muss ein geiles Angebot sein, wo ich sage, hey, da hast du ja wirklich einen guten Griff gemacht. Und ich bin hier beim Autohaus Stoll in Binzen. Das ist mein Haus und Hof, Autohändler des Vertrauens. Ich pflege da schon wirklich lange Beziehungen. Ich habe alle meine Autos bis jetzt vom Audi A3 Sportback über den Audi S3 als Limousine mit APR und allem drum und dran. Dann kurze Zeit hatte ich einen A1 als Überbrücker und dann war es auch schon dieser A6. Heute wird diese Story sozusagen weitergeführt mit dem Q5. Ich weiß, der Q5 ist jetzt mit Sicherheit nicht das außergewöhnlichste und krasseste und vor allem auch nicht das sportlichste Fahrzeug. Für mich persönlich ist es aber, denke ich, the right way to go. Also ein möglicher Weg von vielen, denke ich, einfach ein cooles Alltagsauto zu haben. Das ist definitiv so der Hintergrund von der ganzen Sache. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall jetzt drauf, einfach mal ein anderes Fahrzeugkonzept auch zu haben. Ich habe viel damit liebgeäugelt, auch wieder einen A6 zu nehmen, weil ich sehr zufrieden war mit dem Auto. Aber es gibt aktuell einfach da keine interessanten Angebote. Leichte Gebrauchtwagen, Werkswagen gibt es alles nur mit schlechten Scheinwerfern. Wollte ich nicht. Ich bin hier schon echt verwöhnt gewesen von der Ausstattung. Und wenn man halt einmal gewisse Ausstattungsfeatures hatte, dann will man die halt nicht mehr missen. Das ist halt einfach so. Hier im Autohaus Stoll ist auf jeden Fall echt immer krass. Das ist ja einer der krassesten oder ich glaube sogar der krasseste Audi-Sporthändler in ganz Deutschland. Und hier steht ein R8 nach dem anderen, ein RS-Modell nach dem anderen. Wo ich hergefahren bin, sind da gleich 2 R8 GT gestanden. What the? Das ist ja brutal crazy, was hier alles abgeht. Der Hof, der steht so voll. Ich habe das noch nie bei einem Autohaus gesehen, dass ein Hof so voll steht und fast jedes Auto hat volle Hütte, vollste Ausstattung. Das ist richtig, richtig crazy. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Die Auslieferungshalle ist jetzt nicht so super special dort. Das heißt, ich werde euch das Auto dann definitiv auch nochmal im Detail zeigen, wenn wir dann in Ruhe irgendwo auf einem Parkplatz sind. Los geht's! Also dann, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so schlimm. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Also wie gesagt, da ist wirklich all black everything. Wir sind jetzt hier auf der Winterbereifung. Und die Winterbereifung ist auch all black everything. Also ich denke schon wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Und wir haben auch rote Bremssättel vorne wie auch hinten. Und das finde ich wirklich mal eine coole Sache, weil die sind zumindest lackiert und das lässt sich einfach auch viel, viel einfacher und schöner pflegen. Dazu gibt es aber sicher nochmal gesonderte Videos und Themen. Ja, ansonsten, wir haben hier so eine fast schon RS-inspired Grill. Also das Ganze kommt schon wirklich echt sehr, 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 sehr bullig rüber und echt auch extrem aggressiv, bin ich der Meinung. Wenn man das Ganze mal ein bisschen so herzoomt, dann kriegt man vielleicht auch nochmal einen anderen Eindruck von der ganzen Sache. Also finde ich persönlich schon wirklich echt gelungen, jetzt mittlerweile so dieses Facelift vom Q5. Wir haben hier entsprechend natürlich Quattro, ich habe ein kürzeres Kennzeichen, auch richtig cool. Hier entsprechend natürlich die ACC-Sensoren. Das sind jetzt hier die Scheinwerfer, die mittlerweile verbaut werden. Und die finde ich persönlich echt schön. Also ich mache jetzt hier einfach mal, ne, also das kommt echt cool. Ne, schöne Lichtanimation auch im Endeffekt mit dabei. Also wenn man das Ganze wieder abschließt, mach es gleich nochmal auf. Und dann schaut das so aus.
Ja, ist doch eine coole Sache, definitiv. Finde ich persönlich echt schön. Funktionieren gut, schauen gut aus. Also da hat man echt was Gutes gemacht. Also das ist echt schön modern oder modernisiert worden mit dem Facelift. Hier, wie gesagt, die Felgen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen heller, damit man das sehen kann. Also da habe ich mich jetzt mal ganz bewusst auch für richtig geile Winterfelgen entschieden, damit das einfach auch mal passt. Das hatte ich beim A6 einfach nur so das Nötigste und das hatte ich irgendwo sehr bereut. Und das schaut jetzt schon richtig geil aus. Wobei man natürlich auch sagen muss, die sind jetzt schon ordentlich schmutzig. Das werden wir aber später auch nochmal kurz waschen. Genau, ansonsten Panoramaglasdach, wie gesagt, alles all black, everything. Jetzt tut es hier schon wirklich, oh, jetzt hat man gerade noch die Lichtsignatur oder die Lichtanimation gesehen. Das Ganze machen wir jetzt einfach nochmal auf, dann sieht man das auch nochmal, wie sich das aufbaut. Und das sind ja wirklich die OLED-Scheinwerfer, also das ist auch wirklich eine richtig coole Sache. Und ich habe das auch schon festgestellt, das heißt also, wenn man sich hier hinten annähert am Auto, also sowohl als Person als auch als Fahrzeug, dann werden genau diese ganzen Blöcke hier auch nochmal alle im Endeffekt angeschaltet. Das heißt also, dass einfach nochmal mehr Licht als eine Warnung da ist, hey, stopp, jetzt wäre es mal ganz gut, wenn du einfach stehen bleibst. Ansonsten, wenn wir uns das Ganze hier hinten anschauen, haben wir einen schönen Dachkanten-Spoiler, finde ich, gibt der ganzen Sache eine schöne sportliche Note nochmal. Hier unten auch so einen schönen angedeuteten Diffusor. Ja, schau mal, dass man das auch sieht. Ja, so einen schönen angedeuteten Diffusor. Hier Endrohre, das schaut schon fast nach einem S aus, aber ist im Endeffekt einfach auch nur Fake. Finde ich jetzt aber persönlich, es schaut ganz gut aus und ganz ehrlich, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was jetzt da irgendwie genau diese Endrohre da ausmacht. Genau, also so viel zum Thema Außen. Wenn man sich das Ganze mal innen anschaut, ich finde die Gepäckraumklappe an sich, die macht schon wirklich einen fetten Eindruck, weil halt einfach die ganzen Lichter mitfahren und deswegen braucht man auch hier unten nochmal diese ganzen Leuchten. Die gehen dann im Endeffekt an, weil einfach das Auto auch wahrscheinlich auch aus gesetzlicher Natur, aber natürlich auch sicherheitsthematisch einfach auch beleuchtet sein muss, wenn der Kofferraum offen ist von hinten. So. Der Kofferraum an sich, und das ist ein riesengroßer Kritikpunkt, das sage ich jetzt einfach mal auch ganz ehrlich, weil was ist das bitte für ein Bullshit bei einem Auto in dieser Klasse, dass ich hier diese Gepäckraumablage so manuell nach hinten flitzen lassen muss. Ich kann hier keinen Shortcut machen, ich kann nicht einfach irgendwie so runterdrücken, dass es da nach hinten geht. Wenn ich hier ankomme, ich habe irgendwas in der Hand und gehe hier hin, dann muss ich das irgendwie so komisch hier unten reinhieven. Also das ist halt ein richtiger Schwachsinn, ehrlich gesagt. Also wer sich das ausgedacht hat, irgendwie in das Auto, der hat halt einfach nur ans Budget gedacht, bin ich der Meinung. Oder keine andere Lösung gefunden, bauartsbedingt. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt natürlich eine Sache, dann hätte man jetzt hier müssen wahrscheinlich irgendwie eine Rille hier hochbauen, ne? Dass man halt einfach sagt, ich habe hier eine automatische Gepäckraumklappenöffnung. Das Problem ist aber auch, das verjüngt sich ja hier auch. Das heißt also, das wird hier ja immer schlanker und schmäler. Dadurch, es ist mit Sicherheit auch kompliziert und deswegen hat man sich vielleicht für die Lösung entschieden, aber ich meine, jeder Skoda hat heutzutage die Möglichkeit, dass man hier einfach einmal runterdrückt, ne, und das entsprechend dann hier releasen kann. Und dann flappert das hier auch so blöd rum. Also ich bin mittlerweile schon kurz davor, einfach zu sagen, ich hau dieses Ding raus und brauche das einfach gar nicht, weil es mich nur noch nervt. Ne? Aber gut, das ist die einzige Sache, die wirklich hier mal negativ ist. Ansonsten, gut, wenn man sich den Kofferraum anschaut. Ich meine, das ist natürlich auch fürs Thema Pflege. Ne? Ich fasse das dann hier immer an und immer an und immer an. Beim A6 ging das einfach automatisch hoch. Das war halt schon wirklich eine schöne Sache. Ne? Ansonsten kofferraumtechnisch. Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen kleiner als der A6 irgendwo, aber auch teilweise irgendwie ein bisschen höher. Also irgendwo gleicht sich das relativ gut aus. Also ich komme da, glaube ich, ganz gut damit klar. So viel zu dem Thema hier. Rückfahrkamera entsprechend, die sollte man auch einfach mal gescheit pflegen und versiegeln. Dann schaut die Sache auch besser aus. Ansonsten, wenn man sich das Ganze, ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Also man muss wirklich hier unten so reinfassen, dass hier irgendwie das Thema, ja, Keyless Go irgendwie funktioniert. Ansonsten hier Rückbank, eigentlich ja ganz nett, eigentlich ganz schön. Was ich echt extrem cool finde, ist hier diese, ja, Licht, wie soll man sagen, Animation, diese Lichtsignatur hier unterhalb von den Einstiegen. Also das ist echt eine coole Sache hier mit dem Gecko. Wir haben, wie gesagt, ein Bang & Olufsen Soundsystem, falls ich noch nicht gesagt habe. Und hier sieht man auch ganz gut das Panoramaglasdach, das wir auch haben. Ansonsten hinten hat man eigentlich hier nur ein Bedienterminal für das Thema
Klima in dem Auto. Wir haben hinten keine Sitzheizung, aber gut, brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Und so schaut das Ganze hier innen aus. Also hier von der Tür, wir haben hier entsprechend Bang & Olufsen mit dabei. Wir haben auch hier wieder diese Beleuchtung hier unten drunter, also wirklich auf allen Vieren. Das ist auch wegen dem Competition-Paket, das dieses Auto eben hat. Und das empfehle ich da wirklich extrem, weil das ist ja wirklich toll, was man da bekommt. Das macht das ganze Auto echt extrem sportlich. Wir haben ein recht analoges, also wenn man vom A6 kommt, ein recht analoges Bedienterminal für das Thema Licht. Da kann ich auch jedem nur empfehlen, diese Taste hier immer zu drücken. Das ist das Allwetterlicht und dann hast du wirklich Festtagsbeleuchtung immer. Das ist auch ein Sicherheitsfeature, finde ich persönlich. Ansonsten haben wir hier eigentlich eine ganz schöne Ausstattung, schöne S-Sportsitze mit drin. Die sind halt innen mit Stoff und außen mit Leder. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und sie sind auch, das muss man auch dazu sagen, entsprechend, ja, manuell einstellbar, aber naja, es ist wie es ist. Die Becherhalter, finde ich, die haben eine relativ komische Anordnung, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so ergonomisch, aber ansonsten so dieses grundsätzliche, sage ich jetzt mal, Handschuhfach hier unten, ne, nicht Handschuhfach, die Mittelkonsole unten drunter, die ist echt sehr, sehr voluminös. Ansonsten hier passt das alles auch ergonomisch, erkläre ich jetzt aber gleich, wenn wir fahren, noch mal ein bisschen im Detail. Und ja, so viel zum Thema Innenraum. Wie gesagt, Panoramaglasdach haben wir. Wir haben ja auch Lenkradheizung, auch eine richtig coole Thematik. Ja, und das ist mein neues Auto. Das ist doch eine coole Sache, oder? Also ich finde, der schaut halt einfach echt richtig, richtig, richtig fett aus. Schaut euch das einfach mal an. Das ist halt schon eine wilde Nummer. Also finde ich jetzt echt, ist eine coole Lösung. Richtig, richtig cool. Und ja, jetzt habe ich halt eine Kuh. Schauen wir mal hier nochmal mit dem Polfilter. Kommt das auch nochmal richtig cool rüber. Also ist schon echt lässig. Und jetzt zeige ich auch nochmal dieses OLED-Thema. Schauen wir mal, dass wir hier das Ganze gut einstellen. Mit dem Polfilter. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal an. Ja, es ist doch eigentlich echt ganz lustig. Das Ganze sieht man jetzt nicht, weil es so ein bisschen schmutzig ist. Aber es ist schon wirklich crystal sharp. Also es ist schon echt extrem, extrem scharf. Diese OLED-Dioden, diese Leuchten, das ist schon wirklich eine coole Sache. Ja, also das ist der neue Q5, oder mein neuer Q5 insofern, finde ich echt gelungen, das Auto. Also da haben sie jetzt echt wirklich was Gutes draus gemacht. Also wirklich Chapeau. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten gibt es, die finde ich jetzt nicht so genial. Aber ansonsten ist das wirklich ein echt cooles und gelungenes Auto. Und ich denke, gerade jetzt so in diesem Spec, in All Black Everything, ist das schon wirklich richtig, richtig böse. Was kann ich nach 781 Kilometern mit diesem Auto, in diesem Auto, Langstrecke, Autobahn, Kurzstrecke, in die Firma fahren, was kann ich darüber bereits sagen? War es die richtige Entscheidung, ja, von einem Audi A6 auf einen Q5, jetzt hätte ich schon fast gesagt Q8, Q5 zu gehen? Es fühlt sich tatsächlich, deswegen ist mir das vielleicht auch so rausgerutscht, es fühlt sich tatsächlich echt extrem groß an. So dieses Feeling, das ich auch hatte, wenn ich mal schon den Q7 gefahren bin oder den Q8 gefahren bin. Also dieses hohe Sitzen, es ist schon wirklich recht, ja, auch voluminös, das Auto. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es extrem cool, weil es echt viele Vorteile mit sich bringt. Also wenn ich mir jetzt gerade mal Situationen nochmal hervorrufe, die ersten Meter so auf der Autobahn und so, das war für mich halt richtig ein Aha-Erlebnis, ehrlich gesagt, weil ich einfach ja über die Dächer auch der anderen Autos drüber gucken konnte, noch ein bisschen vorausschauend auch sogar fahren konnte. Ne? Und jetzt hat das natürlich alles immer zwei Seiten. Ne? Ich hocke jetzt hier natürlich entsprechend in einem SUV drin und habe dementsprechend natürlich auch einen deutlich schlechteren CEW-Wert als jetzt mit einem A6. Da muss man halt einfach ganz ehrlich und offen sein, was das Thema angeht. Nichtsdestotrotz finde ich das persönlich, dieses hohe Sitzen, auch dieses aufrechtere Sitzen, wesentlich angenehmer sogar. Das Ganze hat aber auch wieder eine Schattenseite, weil ich hatte ja im Audi A6 die Individualkonturkomfortsitze und
das ist im Endeffekt der teuerste Sitz und auch der beste Sitz, den man in diesem Auto haben kann, wenn man Wert auf ja, sowohl Sportlichkeit, aber auch Komfort legt. Also ich hatte dann wirklich so 1000 Kilometer Trips fast schon an einem Stück. Das hat mir nichts ausgemacht. Jetzt hier in diesem Auto, das ist natürlich auch ein bisschen meinem Körperbau geschuldet, habe ich halt hier schon wieder ein bisschen ein kleines Problemchen. Diese Sitze sind jetzt von den Seitenwangen nicht einstellbar. Das heißt also, ich habe hier unten am Becken durchaus einen guten Seitenhalt. Das heißt also, wenn ich es hochfahre, ich denke, man merkt das auch. Der Oberkörper, der macht da schon einiges an Bewegungen. Und das ist so unter anderem ein Punkt, warum ich damals, als ich den S3 hatte, tatsächlich regelmäßig in die Physiotherapie musste, weil das hier oben einfach so mobil war. Natürlich muss man jetzt auch sagen, ich bin mit dem S3 noch anders in die Kurven gefahren als jetzt mit diesem Auto. Das ist ja wohl auch ganz klar. Aber ich möchte einfach so einen Eindruck geben, also für recht schmal und schlank gebaute Menschen wie mich, wäre natürlich einfach immer ein Sitz, wo ich hier diese Seitenwangen wirklich nochmal justieren kann, einstellen kann, ne? Immer von Vorteil. Ne? Und das ist jetzt eine Sache, ich glaube, ich kann damit ganz gut leben, aber ich bin skeptisch, wie gut. Ne? Also das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Kommen wir aber zu anderen Kleinigkeiten hier. Also was ändert sich im Vergleich zu einem A6? Was ist hier in dem Auto? Was fällt mir da entsprechend auf? Also was man natürlich sieht hier, wir haben ein Panoramaglasdach. Hatte ich noch nie bei einem Auto. Finde ich extrem cool. Ist es natürlich aktuell im, sagen wir mal, Hochwinter. Wir haben heute den 23.12. nicht unbedingt das absolute Highlight, dass das rausreißt, wenn man Auto fährt. Aber ich finde so für die generelle Atmosphäre im Auto ist das eine coole Sache und im Sommer kann man halt, glaube ich, nochmal deutlich mehr, Profit rausschlagen. Das heißt, also da kann man es einfach besser nutzen. Ansonsten, gut, wir wissen in diesem Auto, in dieser Generation, das ist das ganz aktuellste Q5 Facelift, da sind natürlich Sachen aufgewärmt worden, sagen wir es mal so. Ich finde es recht kurios. Ich habe hier nämlich einen 12-Volt-Anstecker neben einem normalen USB und dann habe ich hier innen drin nochmal einen USB-C-Anschluss. Also das ist sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. man hat auf jeden Fall alle Möglichkeiten, es fehlt nur noch eine 230-Volt-Steckdose. Ansonsten MMI, gut, von der grundsätzlichen Thematik kennt man das, dass es Audi-like hier einfach jetzt Touch-Display hier oben aufgesetzt. Finde ich teilweise, wenn ich jetzt halt was schreiben muss oder sowas irgendwie ins Navi oder so, ja, fand ich das im A6 einfach charmanter mit diesem zusätzlichen Display unten. Das ist einfach nochmal schöner, ne, wo du die Hand auflegst. Jetzt musst du hier halt relativ hoch hier rumfuchteln. Kommt irgendwie eine Bodenwelle oder was, dann vertippst du dich da auch nochmal deutlich mehr. Also ja, schwierig. Was ich allerdings echt sehr, sehr gerne mache mittlerweile, fast schon zu, würde ich sagen, 99%, ist die Eingabe von Navigationszielen über die Spracheingabe. Und da habe ich auch eine 95%ige Trefferquote. Also das funktioniert. Was ich echt ein bisschen kurios finde, vielleicht kennt sich da einer von euch aus, das fände ich genial. Der Spurhalteassistent muss jedes Mal, wenn ich dieses Auto wieder anstarte, neu eingeschaltet werden. Der bleibt nicht von Grund aus irgendwie an. Ich habe alle Einstellungen angeguckt, ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen. Ich finde nichts, was mir das da abnimmt oder hilft. Und das finde ich irgendwo ein bisschen doof. Also beim A6 war das einfach immer an. Das hat alles gepasst, gar kein Thema. Jetzt hier muss ich das irgendwie jedes Mal einschalten. Finde ich komisch. Vielleicht kennt sich da aber jemand aus und kann mir irgendeinen Trick verraten. Ich habe schon versucht, da lange auf die Taste zu drücken oder sowas. Hat aber bis jetzt auch irgendwie nichts gebracht. Genau, ansonsten, was ich super cool finde an dem Auto von der Ausstattung her noch, ist Lenkradheizung. Also gerade jetzt bei diesen Tagen hier, wo es einfach draußen echt auch eklig kalt ist und es ist nass und alles mögliche, ist es echt eine schöne Sache, wenn das Lenkrad einfach auch warm ist. Und ich hatte es immer belächelt, diese Funktion, weil ich gesagt habe, Lenkradheizung, so ein Schwachsinn. Aber ich verstehe jetzt, was, wie soll man sagen, die Magie dahinter ist, ne? Ansonsten, wir haben hier grundsätzlich wirklich eine sehr hohe Ausstattung, muss man schon sagen. Also wir haben Bang & Olufsen 3D-Soundsystem mit dabei, wir haben ambiente Beleuchtung, wir haben hier
Leider, das nervt dich echt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nochmal dazu, das ist ein Lagerwagen, der stand so da, ich brauchte schnell eine Lösung, schnell ein Auto und ich habe mir dann gedacht, okay, gut, machen wir das. Es war sogar grundsätzlich die Idee, auf einen e-tron GT zu gehen oder sogar den RS e-tron GT, da hätte ich ein ziemlich, ziemlich cooles Angebot bekommen. Das wäre echt nicht viel teurer gewesen als jetzt dieses Auto hier. Und das wurde mir dann aber vor der Nase weggeschnappt. Und das ärgert mich jetzt ein bisschen bis heute sogar, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, trotz alledem, das ist jetzt einfach mal eine interessante zusätzliche Erfahrung. Mal was anderes. Es ist immer noch ein Dieselmotor. 2 Liter Diesel, 204 PS. Ich komme damit super klar. Im A6 kam ich damit super klar. Da hatte ich einen Durchschnittsverbrauch auf eben diese 98.000 Kilometer von, das waren es jetzt ca. 7,2, 7,3 Liter. Wen das Thema A6 nochmal interessiert im Detail, was ich da davon gehalten habe, gibt es ein spezifisches Video nochmal auf meinem YouTube-Kanal bereits. Also das empfiehlt sich da wirklich anzugucken, weil ich glaube, so ein ehrliches Review gab es noch nie. Ansonsten hier, ja gut, wir haben Drive Select, wir haben Bergabfahrassistenten, wir haben Offroad-Modus. Insofern, ich habe hier kein Luftfahrwerk in dem Auto, das wäre natürlich auch noch richtig cool gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, das ist auch ein wenig bedingt durch die höhere Bodenfreiheit, ich habe das Gefühl, dieses Auto ist dennoch komfortabler als der A6. Und der A6, der hatte auch ein S-Line Sportfahrwerk drin. Der hat natürlich den langen Radstand und alles. Also es wird sich noch herauskristallisieren, wie sportlich, aber auch wie komfortabel das Ganze wirklich ist. Ich fahre jetzt zum Beispiel heute 550 Kilometer. Das heißt also, das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung. Hier macht einer einfach Warnblinkanlage rein, das ist natürlich auch ganz witzig. Genau, ansonsten zum Thema, was das Auto sonst an Ausstattung hat, wie das Ganze ausschaut und so weiter, habe ich ja bereits außen einiges erklärt. Und ja, ansonsten, genau das wollte ich eben sagen, dass die Sitze hier halt innen so aus Stoff sind, das ist jetzt halt irgendwo der saure Apfel, in den ich beißen musste, fand ich jetzt persönlich nicht so genial. Bin da schon so ein Lederfan von der ganzen Sache, aber ist auch mal eine interessante Erfahrung, wie sich sowas verhält, wie ich sowas pflegen kann. Also das sind für mich natürlich auch spannende Themen, die ich dann natürlich auch in so einem Ownership von einem Auto einfach auch immer schön berücksichtigen kann und halt auch bei uns wiederum in die Produkte, Produktentwicklung oder auch das Erklären von Produkten und Anwendungsarten und Anwendungsmöglichkeiten mit aufnehme. Das ist mir persönlich einfach extrem wichtig, so dieses praxisnahe Thema dann einfach auch wirklich in unsere Produkte mit aufzunehmen. Genau. Ansonsten, ja gut, die Spiegel sind echt groß. Die sind nicht mehr so groß, finde ich, wie bei der Vorgängergeneration Q5, aber die sind schon wirklich mächtig. Ja gut, Totwinkelassistent haben wir hier natürlich auch drin. Wir haben ACC drin und so weiter. Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, einen SQ5 zu nehmen. Das Problem war, dass das waren so mehrere Autos, der hatte keine Assistenzsysteme. Das heißt also, da war kein Spurhalteassistent und kein ACC. Und da dieses Auto für mich natürlich schon unter anderem ein Langstreckenfahrzeug ist, ist es für mich unerlässlich, dass ich halt einfach diese, ich sage mal, zusätzliche Versicherung, die einfach mir, wie soll man sagen, auch eine gewisse Entspanntheit verleiht, auf so langen Fahrten, dass ich die halt einfach haben wollte. Ne? Also Motor, großer, dicker Motor hin oder her, aber die Entscheidung habe ich bis dato nie bereut, mich nicht für den dicken Motor zu entscheiden, sondern für die Ausstattung zu entscheiden. Das war beim A6 genauso, das ist bei dem Auto hier auch wieder genauso, also das passt soweit. Ansonsten eine kleine Thematik, die mich am Anfang ein bisschen gestört hat, das ist das Thema Scheibenwischer. Man muss dazu sagen, der Q5 wird ja in Mexiko gebaut. Ich habe jetzt erfahren, dass halt eben die Lieferzeit, das heißt also wenn das Auto in Mexiko fertig ist, bis das Auto in Deutschland ist, roundabout 2 Monate dauern kann. So, das heißt also, dieses Auto wird gebaut, dieses Auto kommt auf irgendeine Halde sozusagen, ne? Und steht da erstmal rum, dann wird es irgendwann einmal verladen, dann kommt es irgendwann mal aufs Schiff, dann wird es vom Schiff, dann irgendwann, keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch noch mehrere Stops, aber das wäre natürlich eigentlich nicht so ganz ideal.
Dann kommt es irgendwann mal hier nach Europa, dann weiß man natürlich auch noch nicht, wie lange das an welchem Hafen, in welchem Dreck sozusagen dann da wiederum nochmal rumsteht. 1, 2, 3 Wochen, das kann ja alles sein, bis das ganze Zollthema oder sonst was da irgendwo noch entsprechend abgehandelt ist. Also da gibt es ja schon wirklich viele Themen und Eventualitäten, die da irgendwo eintreten können. Das heißt also, dieses Auto, das wurde im Mai gebaut diesen Jahres und ich habe es jetzt eben vor einer Woche, also in der Weihnachtswoche sozusagen, am Montag, habe ich das Ganze übernommen. Das heißt also, sind jetzt schon einige Monate, wo dieses Auto einfach nur irgendwie irgendwo in verschiedensten Witterungsverhältnissen und Umwelteinflüssen sozusagen herumgestanden ist. Und ich tippe darauf, dass das natürlich gerade den Scheibenwischern eventuell und auch der Scheibe an sich nicht sonderlich gut getan hat. Das heißt also, wir sprechen jetzt hier davon, dass wir sagen, wir könnten Ablagerungen haben von auch so saurem Regen und allen möglichen verschiedensten Themen auf der Scheibe grundsätzlich. Was die Scheibe natürlich von einem neuen Auto nicht sonderlich, wie soll man sagen, schöner, besser, geschmeidiger und neuwertiger macht. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit Scheibenwischern. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Auto jetzt sozusagen von den Scheibenwischern her irgendwie, keine Ahnung, 6 Monate oder was rumsteht, kann man jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass das negative Auswirkungen hat. Aber ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, denn ich habe diese Scheibe intensiv gereinigt. Ich habe diese Scheibe intensiv poliert. Ich habe diese Scheibe sogar keramisch versiegelt und es schmiert immer noch. Das heißt, es muss im Endeffekt an den Scheibenwischern liegen. Gut, es ist eine kleine Thematik, da kann man drüber hinwegsehen. Ansonsten, wenn ich es nicht schon auch außen gesagt habe, da habe ich es vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen gezeigt, wenn man sieht, der Lackzustand von so einem Neuwagen im Jahr 2023, und da setze ich jetzt keinen intensiven, wie soll man sagen, Fahrzeugauslieferungsbetrieb, das heißt also wirklich ein Autohaus, irgendwo in die Verantwortung oder in die Schuld, das ist im Endeffekt anderen Themen geschuldet. Da kann ich auch nochmal drauf eingehen, aber das ist schon wirklich traurig, in was für einem Lackzustand man heutzutage ein Auto, ich meine, das hat hier einen Neupreis von 80.000 Euro, bekommt. Ne? Also da wird echt manch anderer, also wenn keine Ahnung, aber selbst bei Porsche ist es so, wenn du einen GT3 RS bekommst, ist das jetzt auch nicht sonderlich anders ab Werk oder beziehungsweise ab Porsche-Zentrum, ne? Das ist echt traurig, aber das hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, was ich da für den persönlichen Qualitätsanspruch an das ganze Thema habe. Das heißt, also, was wir machen werden, ist definitiv eine wirklich absolut intensive Aufbereitung von diesem neuen Fahrzeug. Das Ganze wird natürlich auch in Form von Videos begleitet werden. Vielleicht werden wir einen Teil hier auf dem Kanal machen, aber auf jeden Fall den größten Anteil werden wir definitiv bei Kult Premium Fahrzeugpflege auf dem YouTube-Kanal machen, um einfach mal zu zeigen, was ist denn hier so der Ausgangsstand, was da passiert und vor allem aber auch, warum ist das so? Weil halt einfach kein Budget entweder da ist oder auch aufgewendet werden möchte für eine intensive Aufbereitung von dem Neuwagen, weil leider irgendwo die Vergangenheit es anscheinend Autohäusern und auch Herstellern direkt gezeigt hat, dass darauf gar nicht so Wert gelegt wird. Das möchte man jetzt gar nicht glauben, aber es ist irgendwo so, ne? Und dann geht man hier hin mit füllstoffhaltigen Polituren, das heißt also entweder mit Wachs oder mit Kreide aufgefüllt, also gestreckt sozusagen. Und diese Polituren, die polieren dir keine Kratzer raus, sondern die füllen dir Kratzer einfach auf. Entweder mit dieser Kreide, das ist ein ganz, ganz feine Kreideanteile, oder eben mit Wachsen. Ne? Und dann schaut es natürlich in dem Moment, wo du das in der Auslieferungshalle oder wo auch immer entgegennimmst, glänzt das Ding unglaublich, hammermäßig. Du bist sowieso voller Emotionen, weil du dein neues Auto abholst. Du hast noch nicht einmal ansatzweise, gibt natürlich auch Ausnahmen, gibt natürlich auch Leute, die das durchaus sehen, jetzt den Gedankengang, dass du sagst, hey, ich muss jetzt mal schauen, ob das jetzt hier wirklich, wie soll man sagen,
richtig poliert wurde. Ne? Also da hat jetzt auch der wenigste irgendwie eine Spiritusflasche oder eben eine Politur, wie soll man sagen, es gibt ja so verschiedenste Politur-Sprays, wo man das Ganze kontrollieren kann. Das heißt, man geht mit Alkohol drüber und schaut, was, wenn ich mit Alkohol drüber gehe, ist denn da unten drunter wirklich an Lackqualität dann zuvor zu finden. Und das sind natürlich alles so, wie soll man sagen, kleine Thematiken. Schwierig, macht ja keiner. Ne? Also so viel zu dem Thema Lackzustand. Ich bin jetzt auf jeden Fall wirklich gespannt auf die nächste Zeit mit diesem Auto. Ich glaube, ich sollte auch da mal irgendwo zwischendrin mal ein Update geben, so mal nach 10.000 Kilometern oder so, was mir da dann mittlerweile auffällt. Wie gesagt, wir haben jetzt auf jeden Fall den ersten Langstreckentrip vor uns. Bin jetzt gerade hier auch an der Firma angekommen und da werde ich auf jeden Fall dann auch wahrscheinlich das ein oder andere erzählen können. Wir haben da einiges vor. Es gibt einige Trips, die geplant sind. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob wir dann auch mit diesem Auto fahren werden oder mit einem anderen. Genau, wir haben jetzt 796 Kilometer drauf. Ich habe jetzt hier auf meinem Kurzzeitspeicher diese 16 Kilometer, wo ihr hier mit mir mitgefahren seid, habe ich 7,4 Liter verbraucht. Und auf den Langzeitspeicher sind wir aktuell bei 8,4 Liter. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass sich das definitiv legen wird. Ich habe jetzt relativ viel Kurzstrecke gehabt und so kleine Geschichten, mal schnell zur Post fahren, dahin, dorthin und so. Das sind natürlich Sachen, die dann schon auch auf den Verbrauch schlagen. Wenn wir jetzt dann natürlich heute mal einen wirklich schönen Langstreckentrip machen und das auch schon so irgendwie ein paar hundert Kilometer auf der Uhr hat, das Auto, schätze ich jetzt mal grob, dass sich das Ganze noch deutlich verbessern wird. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die fahren das Ding irgendwie mit 6 Liter oder sowas in die Richtung. Das glaube ich auch. Ist halt die Frage, wie sehr das Auto dann da geschoben wird. Also von sehr viel Fahrspaß kann da glaube ich nicht die Rede sein. Was mir sonst noch aufgefallen ist, was ich mal loswerden möchte, ist das Thema Sitzheizung. Also Sitzheizung in dem Auto, ich glaube, das ist aber unter anderem auch dem Stoffsitzthema geschuldet. Das kenne ich vom Leder so mittlerweile gar nicht mehr. Also da brauchst du fast schon keine Sauna mehr. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie das Zeug hier dir den Rücken wegbrutzelt und auch den Hintern. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ansonsten, wenn man das Ganze auch noch vergleicht hier mit der Rückfahrkamera aktuell, ich kann das Ganze mal zeigen, ich zeige das mal ganz kurz. Die Rückfahrkamera, wenn man sich das mal anschaut, ne, also das ist so ein bisschen okay, aber ich finde jetzt einfach, wenn du das vom A6 gewohnt bist, ist das halt irgendwie so wie der Sprung von, keine Ahnung, 420p auf HD oder sowas. Also das ist hier die 420p sozusagen. Also das finde ich ein bisschen schade, aber ja, ich weiß, das ist natürlich eine andere Modellgeneration. Das Auto gibt es grundsätzlich schon jahrelange. Warum sollte man jetzt da die Rückfahrkamera ändern? Das ist auch irgendwo legitim. Aber ja, mein Gott. Das sind so diese kleinen Dinge irgendwo im Leben vielleicht. Oder gerade in so einem Thema. Ich meine, wir regen uns hier auf über Dinge. Das ist eigentlich alles jenseits von Gut und Böse. Da gibt es viel, viel wichtigere und andere Dinge, über die wir uns eigentlich Gedanken machen sollten oder die wichtiger sind einfach auch im Leben als jetzt eben genau solche Sachen. Ansonsten, was ich noch zeigen möchte, wenn ich es nicht eh schon gezeigt habe, hier die Ambientebeleuchtung. Ich hoffe, das kommt halt halbwegs rüber, aber finde ich persönlich, kommt schon eigentlich echt ganz gut. Und ja, also in diesem Sinne, mein erster Eindruck vom Q5, ich sitze hier wirklich echt ganz gut. Was ich nicht so ganz gut finde, wenn ich hier so drin sitze, ich weiß nicht, ob man das sieht, mein unterer Oberschenkel, also hier dieser Bereich hier, ne, der kommt hier einfach immer noch nicht auf. Ich kann jetzt natürlich auch nochmal probieren, was passiert, wenn ich den Sitz noch ein bisschen höher mache oder was. Aber das ist eine Sache, die definitiv bei Q7 und Q8 für mich besser ist. Ich bin 1,92 groß und habe ja jetzt auch nicht den wie soll man sagen, gewöhnlichsten Anteil. Also es gibt ja auch lustigerweise, da macht sich auch keiner Gedanken drüber, unterschiedlichen Körperbau in Form von wie viel, ich sage jetzt mal Prozent der Körperhöhe bekommt der Oberkörper und wie viel Prozent die Beine. Und da gibt es natürlich, du kannst 1,92 groß sein, aber du kannst längere Beine haben als der andere, der auch 1,92 groß hat und umgekehrt, ne, damit man das auch mal versteht. Also ich sitze deutlich besser auf der einen Seite in diesem Auto durch diese Sitzposition allgemein.
Auf der anderen Seite, was ich echt vermisse, ist hier unten beispielsweise, hatte ich beim A6 echt so einen richtig schönen Step, wo ich hier hinten so meinen Fuß reinstecken konnte. Gerade auf Langstrecke mal so den Fuß ausstrecken, das ist schon eine schöne Sache. Das ist jetzt hier nicht mehr so ganz der Fall und möglich, aber gut, das ist halt auch wieder Meckern von, was sind das für Sachen? Das sind eigentlich lächerliche Sachen. Ja, ansonsten Lenkrad, ja gut, finde ich persönlich. Es ist schön, es passt grundsätzlich, es, ja, könnte schöner sein, aber ganz ehrlich, es ist okay, absolut. Ich kann da jetzt eigentlich gar nicht irgendwo ein schlechtes Wort drüber verlieren. Was ganz witzig ist, ist hier diese Ablagebox. Hier haben sie einfach eingeführt, da ist auch schon Haar, super, wunderbar, eingeführt, weil hier ursprünglich dieses Touch-Display war für das MMI, dass er jetzt ein reines Touch-Display geworden ist. Und da hat man dann sich einfach überlegt, ja, dann machen wir halt hier so ein Fach rein. Was man jetzt da reinmacht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was man da reinmachen sollte, was da wirklich reinpasst. Genau, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken von diesem Video, von meinem neuen Auto. Ich bin jetzt echt gespannt, was ich so für Erlebnisse damit machen werde. Grundsätzlich läuft das ganze Thema jetzt 3 Jahre. Werden wir mal schauen, ob es wirklich 3 Jahre werden. Je nachdem, ich weiß es noch nicht so recht. Also es gibt halt einfach ein paar Punkte, die finde ich jetzt nicht so genial. Auf der anderen Seite ist es einfach mal ein anderes Auto, es ist auch einfach eine Umstellung. Ich finde es auch irgendwie gut, dass es eine Umstellung ist, weil wenn man jetzt wieder einen A6 genommen hätte, dann hätte man zwar gewusst, was man bekommen hätte, aber es kann auch langweilig sein. Dann weiß ich auch aus Erfahrung, wenn man jetzt irgendwie mehrmals hintereinander so irgendwo das gleiche Auto hat, dann glaubt man eigentlich immer, es ist wirklich auch als sozusagen auf die Fahrgestellnummer runtergebrochen, das gleiche Auto, ist es aber nicht. Und deswegen finde ich diesen Unterschied, einfach auch mal was anderes zu machen, echt ganz interessant und cool. Und in diesem Sinne würde mich freuen, deine Meinung zu dem ganzen Thema, zu allem, was ich hier so gesagt habe, zu erfahren, weil, ja, ist, glaube ich, auch eine spannende Diskussion. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall, das Video kommt wahrscheinlich ein bisschen später raus, aber allen nochmal nachträglich frohe Weihnachten und in diesem Sinne gerne abonnieren, gerne mal bei Kult Premium Fahrzeugpflege vorbeigucken. Wer dort bestellen möchte, wer dieses Video hier gesehen hat, mit dem Code KULTINNERCIRCLE bekommst du 10% Rabatt. Das ist wirklich ganz einmalig. Das ist nur für Leute, die hier meine Videos auch ganz angucken und wirklich hier mal Wert auf absolute Spitzenqualität legen, was das Thema Fahrzeugpflege angeht. Wer da mehr darüber erfahren möchte, sehr, sehr gerne auf den YouTube-Kanal von Kult Premium Fahrzeugpflege gehen, auf unsere Website gehen. Da sieht man unglaublich viele Sachen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Besuch dort und natürlich auch eine Bestellung. Und ich kann es sagen, aus persönlicher Einsicht in die ganzen Dinge, es hat bis jetzt jeder einzelne Kunde es ist super happy. Also es ist der absolute Wahnsinn, wie happy die Leute alle sind. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zugucken und bis ganz bald.